das geht eh nicht. Bleibt da. To your right is the Basilica of St. Nicholas. The church was named after the patron saint of Amsterdam, St. Nicholas. It devotes itself in particular to the vulnerable people in the city and has a key role for the inhabitants of the inner city. Rechts sehen Sie die Basilika des Heiligen Nikolaus. Die Kirche ist nach dem Schutzpatron Amsterdams benannt, Sankt Nikolaus. Die Kirche setzt sich hauptsächlich für die Schwächeren der Stadt ein und spielt eine wichtige Rolle für die Bewohner der Innenstadt. To your right, you can see the Schreier's Tor, or Tower of Weeping, one of the old defense towers of the city. This is the only original defense tower left in Amsterdam. From here, people would wave goodbye to their loved ones, leaving on ships in the past. Many a tear would have been shed in this place, and it's believed that's how it got its name. Rechts sehen Sie den Schreier's Tor, ein alter Verteidigungsturm der Stadt. Er ist der einzige noch erhaltene Originalverteidigungsturm von Amsterdam. Von diesem Turm aus wurden früher die ausfahrenden Schiffe verabschiedet. Dabei sind sehr wahrscheinlich einige Tränen geflossen. Die Legende geht um, dass sein Name, der Heulturm, damit zu tun hat. Residents of Amsterdam are very proud of their city, and they definitely like to know how old their home is. This takes us back to the Middle Ages, because the origin of the city lies in the distant past. It is believed that the first inhabitants were fishermen, settling not far from the place where the Amstel River enters into the Eye, which at the time was still connected to the Zuider Zee, now the IJsselmeer. Amsterdam was granted city rights in 1275. This lively little town, with wooden houses and protected from the water by levees, was small in those days. It only covered a strip of land of about 200 by 1,000 meters on both sides of the Amstel River. Over the years, Amsterdam grew into an international center of culture, trade, industry, and sea and air traffic. Der Amsterdamer ist sehr stolz auf seine Stadt und möchte daher wissen, wie alt sein Geburtsort ist. Dafür müssen wir ins Mittelalter zurückkehren, denn die Ursprünge dieser Stadt liegen in grauer Vergangenheit. Es wird vermutet, dass sich die ersten Einwohner als Fischer ansiedelten, etwa dort, wo die Amstel in das Ei mündet, das damals noch mit der Zuider Zee, dem heutigen IJsselmeer, verbunden war. Im Jahr 1275 erhielt Amsterdam die Stadtrechte. Diese lebhafte Stadt mit ihren Holzhäusern, die von Deichen umgeben waren, die sie vor dem Wasser schützten, war zu dieser Zeit klein und erstreckte sich zu beiden Seiten der Amstel über eine Strecke von etwa 200 mal 1000 Metern. Amsterdam hat sich im Laufe der Jahre zu einem internationalen Zentrum für Kultur, Handel, Industrie, See- und Luftverkehr entwickelt. Look at your left. You see the Scheepvaart House, Shipping House, built by six major Amsterdam shipping companies to serve as their head office. This building is also known as the House with a Thousand Windows. It was built in the famous style of the Amsterdam School and was decorated with details from shipping history, including the voyages of the VOC. It currently serves as a very luxurious hotel. Links sehen Sie ein Schifffahrtshaus, das von sechs großen Amsterdamer Reedereien gebaut wurde. Man nennt das Gebäude auch das Haus mit den 1000 Fenstern.
Das Gebäude wurde in dem bekannten Baustil der Amsterdamsche Schroostijl gebaut und wurde mit Details, die der Amsterdamer Schifffahrtshistorie entstammen, wie die VOC-Reisen etwa, verziert. Jetzt dient es als Luxushotel. We are now sailing the old inner harbour of Amsterdam, the Kromme and the Oude Waal. Behind the locks, ships were docked, sheltered from the sea. Wir fahren jetzt durch den alten Binnenhafen von Amsterdam, the Kromme and the Oude Waal. Hier, hinter der Schleuse, lagen die Schiffe geschützt vor dem Meer. Many companies involved in shipping were located in this area. There were lumber yards, rope makers for the production of ropes, and storage areas for tar, which was used to protect the hulls of wooden ships. Nowadays, this area is mainly known as the Newmarktbuurt, the New Market area. In dieser Gegend befanden sich viele Unternehmen, die mit der Schifffahrt zu tun hatten. Hier traf man auf Holzwerften, Seilereien für die Tauwerkherstellung und Lagerplätze für Teer, der zum Schutz auf die Rümpfe der Holzschiffe aufgetragen wurde. Heute ist dieses Viertel hauptsächlich als Newmarktbuurt, die Neumarktgegend, bekannt. To your right, we can see the Montelbahnstoren, an old defense tower. The bottom part of the tower dates back to the 15th century, while the top part was built onto it in the 17th century. In the past, the tower had the nickname Mullajaapi, or Silly Jake, because the clock was off for a considerable time. Rechts sehen Sie den Montelbahnsturm, einen alten Verteidigungsturm, dessen unterer Teil aus dem 15. Jahrhundert datiert, während der obere Teil erst im 17. Jahrhundert hinzukam. Der Turm wurde früher de Malle Jaap genannt, der verrückte Jaap, da seine Uhr ziemlich lange aus dem Takt lief. Defensive canals of the city. In the past, the city walls were on your right-hand side. Die Gracht, durch die wir jetzt fahren, heißt Oude Schans. Auch sie ist eine alte Verteidigungsgracht der Stadt. Auf der rechten Seite befand sich früher die Stadtmauer. On our left-hand side, we can see warehouses from the 17th century. Many of them have been converted over the years. These renovations were often quite drastic, with little or no consideration for the beautiful 17th century style these warehouses were built in. Auf der linken Seite sehen wir die Speicherhäuser aus dem 17. Jahrhundert. Viele Speicherhäuser wurden im Laufe der Jahre umgebaut. Diese Umbauten waren ziemlich radikal, denn man hat den prächtigen Stil des 17. Jahrhunderts, in dem die Gebäude errichtet wurden, nicht oder nur kaum berücksichtigt. Amsterdam was facing a major housing shortage, forcing people to live on boats in the past. Some of these boats we see moored in this area. These days, the situation is very different. Houseboats are highly sought after nowadays. All of the houseboats are connected to all of the facilities. People are willing to pay considerable amounts for these floating houses. Amsterdam kämpfte mit einer großen Wohnungsnot. Aus diesem Grund zogen viele Bewohner notgedrungen in ein Hausboot, von denen wir hier einige sehen. Heute verhält es sich etwas anders. Hausboote sind gegenwärtig sehr beliebt. Alle Hausboote besitzen einen Gas-, Wasser- und Elektrizitätsanschluss. Für diese treibenden Häuser werden ziemlich hohe Beträge hingeblättert.
On the left, at the top of the bridge, is a very slanted little house, the lock keeper's house of the St. Anthony lock. This was once one of the sea locks of Amsterdam. Rembrandt once lived behind it, in a house with the window shutters. This is the Rembrandt house. Links oben an der Brücke steht ein sehr schiefes Häuschen. Das Schleusenwächterhäuschen, der Sint-Antoni-Schleus. Früher war es eine der Amsterdamer Seeschleusen. Rembrandt wohnte hinter dem Häuschen, im Haus mit den Fensterläden, dem Rembrandtshaus.